Sarah, hi mir. Alles gut bei euch? Wie geht's dir denn? Oh, ihr seht's ja, mir geht's eigentlich super. Ich war die letzten Tage ja nicht da, ich hatte die Windpocken. Du bist auch echt ein Pechvogel. Mhm. Erst die Arme und dann auch noch Windpocken. Ja, und ich durfte nicht kommen, Mama hat mir es nicht erlaubt. Hallo, Herr Vogel, schön, dass Sie wieder da sind. Warum Herr Vogel? Ich heiße doch Julian. Ach, war nur Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder hier bist. Ja, ich freue mich auch, Brigitte. Und alle anderen freuen sich natürlich auch aus der Kita. Ich freue mich auch irrsinnig. Können wir uns ganz kurz zu zweit unterhalten? Okay. Ist denn irgendwas? Habe ich irgendwas gemacht? Nein, nein. Ich bin doch gerade erst gekommen. Komisch, was hat Julian wohl schon wieder ausgefressen? Das frage ich mich auch. Sie schien auf jeden Fall ernst zu sein. Man sagt doch nicht sonst Herr Vogel. Das sagt meine Mama immer nur, wenn ich irgendwas ausgefressen habe. Und Julian ist gerade mal ein paar Minuten da und schon hat er wieder was angestellt. Mhm. Brigitte, was ist denn? Ich bin doch gerade erst eben gekommen. Ich habe doch nichts gemacht. Ich mache hier keinen Unsinn. Du hast auch nichts gemacht. Ich wollte einfach mal unter vier Augen mit dir reden. Das müssen die anderen nicht mitbekommen. Was ist denn? Und zwar, also wir können ja auch ein bisschen leiser reden. Okay. Deine Mama hat mir gesagt, dass du natürlich jetzt auch ein paar Probleme hast mit deinem Gipsarm. Ja. Und wenn du auf Toilette musst, was? Also groß oder klein, dann sag einfach Bescheid. Dann helfe ich dir. Nö. Nein, bitte nicht. Weil alleine kannst du ja nicht Popo abwischen. Ich schaff das schon. Bitte. Nein, Julian. Oder möchtest du lieber, dass das Sarah und... Nein. Psst. Nichts sagen. Na, siehst du. Okay. Also, ich sag dir immer Bescheid. Okay. Aber ich hoffe, ich muss heute nicht auf Klo. Ach, wir werden sehen. Was war denn, Julian? Ach, nichts. Brigitte wollte nur wissen, auf welche Schule ich gerne gehen möchte später nach der Kita. Ja, hat sie das euch noch nicht gefragt? Nein, aber... Also, ich frag mich ja was, Julian. Wenn du mal auf Toilette musst, wie machst du das? Wie auf Toilette? Was meinst du denn jetzt gerade damit? Wenn du groß musst, dann musst du dir doch den Hintern abwischen. Wie geht das? Das ist doch kein Problem. Ich hab da eine ganz, ganz besondere Technik. Die kennt ihr nicht. Das kennen nur Leute, die schon mal einen Gips hatten. Dafür gibt's im Internet so Tutorials und so. Aber das könnt ihr nicht wissen. Erzähl doch mal. Nein, ich hatte noch nie einen Gips. Nein, das müsst ihr jetzt nicht wissen. Erzähl ich euch ein anderes Mal. Vielleicht, wenn ihr auch verletzt seid. Und ich dachte schon, dass Brigitte dir den Po abwischen muss. Ach, nein, was denkst du denn? Niemals. So, ihr Lieben, jetzt gibt's eine kleine Frühstückspause. Ich habe auch schöne Säfte für euch. Einmal Apfelsaft und einmal Kirschsaft. Oh, gut, ich nehme Kirschsaft. Schmeckt gut. Ja? Was trinkt ihr denn? Apfelsaft? Ich hab auch Apfelsaft. Also, ich habe hier Kirschsaft. Der schmeckt eigentlich auch gut, aber Kirschsaft schmeckt nicht so. Der schmeckt ein bisschen anders. Kirschsaft ist ganz sauer, aber der hier irgendwie nicht. Zeig mal her, Julian. Oh ja, ich sehe. Julian, du hattest recht. Das ist kein Kirschsaft, das ist Pflaumensaft. Den habe ich irgendwie verwechselt, da habe ich mich vergriffen. Der gehört eigentlich meinem Mann. Den trinkt er ab und zu, wenn er Verdauungsprobleme hat. Aber nicht so schlimm, Julian. Du hast ja nicht viel davon getrunken. Verdauungsprobleme? Und wenn du auf Klo musst, du weißt ja Bescheid. Pflaumensaft? Oh. Papa trinkt auch immer morgens Pflaumensaft, wenn er nicht auf Klo kann. Und dann ist er immer für eine halbe Stunde auf dem Klo. Und das riecht dann ganz komisch, wenn er wieder rauskommt. Oh Mann, ich glaube, das kann nichts Gutes heißen. Oh Mann, ey. Julian, möchtest du gar nicht spielen? Was denn? Spielen? Nein, ich mache mir gerade darüber Gedanken, auf welche Grundschule ich später gehen will. Ach, Julian, Mann. Bestimmt, weil du die Puppen nicht greifen kannst mit deinen Händen, oder? Oder was ist das? Ja, genau deswegen. Also, ich mache mir keine Gedanken über die Schule. Ah, Julian. Was stinkt. Denn? Hast du gepupst? Nein, ich pupse doch nicht. Ich mache sowas nicht mehr. Nicht seit der Überflutung. Also, ich mache das nicht mehr. Ich muss jetzt auch weg. Ich muss mit Brigitte reden. Und zwar, auf welche Schule ich jetzt gehe. Das ist ganz wichtig. Ach, Julian. Wir wollten das besprechen. Das ist doch eine Ausrede. Ja, doch. Ich muss das jetzt besprechen. Bis gleich. Du hast gepupst. Du, Brigitte. Ah, was ist? Es ist höchste Eisenbahn. Oh, ja. Kannst du mir bitte helfen? Ja. Oh. Brigitte, das war der Pflaumensaft. Warum hast du den mitgebracht? Ach, Julian. Oh. Mach dir keine Sorgen. Puh, das mieft aber ganz schön. Puh, grundgütiger Julian. Puh, mir ist schon ganz schwindelig. Was ist denn? Ach so, ja. Der Kreislauf macht das nicht mit. Oh, tut mir leid. Ja, das war der Pflaumensaft. Tut mir echt leid. Und auf welche Schule gehst du jetzt, Julian? Wie, auf welche Schule gehe ich jetzt? Wolltest du doch mit Ach so. Sprechen? Ach so, ja. Ich glaube, ich gehe jetzt auf die Baumschule oder sowas. Ja. Hä? Die Baumschule, kennt ihr die nicht? Da bei dem Playmobil-Rathaus. Brigitte, was ist los? Wieso? Was soll das sein? Irgendwie, ist dir schlecht? Ja, Brigitte, ist dir schlecht? Ich bin ganz kurz, aber jetzt geht's schon wieder, danke. Ja, okay. So ein Geruch, den habe ich in meinem Leben noch nicht wahrgenommen. Ich wusste gar nicht, dass ein Kind zu sowas fähig ist. Boah, ich muss, glaube ich, erstmal einen Schluck trinken. Mir ist ganz komisch. Oh Mann.
mein Bauch. Sarah, Mia, ich muss leider jetzt noch mal weg. Schon wieder? Ja, ich muss... Wieder wegen der Schule? Ja, genau, ich muss telefonieren. Die Schule hat wohl angerufen und die wollen jetzt persönlich mit mir reden. Oh Mann, Julian, du bist echt komisch heute. Ja, nein, das ist einfach so. Ihr werdet das die nächsten Tage auch noch erleben. Die rufen euch bestimmt auch noch an. Ich muss jetzt los. Mann, der Julian ist echt komisch heute. Ja, vielleicht hängt es noch mit seinen Windpocken zusammen. Vielleicht hat er das nicht ganz auskuriert oder so. Der redet so wirres Zeug. Ja, was für eine Schule. Wir sind in der Kita. Mann, riechst du das? Oh, was ist das? Oh nein, ich konnte es nicht aufhalten. Oh Mann, ey. Brigitte! Oh nein, schon wieder eine Toilettenüberflutung.